Sie taten nicht Buße wieder über ihre Mordtaten. Menschen tun nicht Buße. Auch heutzutage nicht. Wir müssen uns gar nicht den Zorn Gottes anschauen. Menschen tun nicht Buße über ihre Mordtaten. Ja, wovon redest du, Anselm? Ist doch nicht so, dass es ein Haufen Mörder rumlaufen. Ja, es laufen ein Haufen Mörder rum. Frauen, die ihre Kinder abgetrieben haben. Abtreibungsärzte, die diese Abtreibung durchführen, die des Todes würdig sind. Abtreibung ist Mord und davon gibt es zuhauf heutzutage. Aber Anselm, glaubst du wirklich, dass die Todesstrafe etwas ändern würde, ja? Natürlich. Und dann gibt es immer diese Leute, die zeigen auf die USA, ja, aber in den USA gibt es Todesstrafen trotzdem so viele Straftaten. Okay, lass mich dir was erklären. Nicht in jedem Bundesstaat gibt es die Todesstrafe erstens oder wird die Todesstrafe umgesetzt. Auch in den Bundesstaaten, in denen es die Todesstrafe gibt, wird sie nicht immer umgesetzt. Und weißt du was? Die Bibel hat die Antwort auf jede Frage. Die Bibel hat die Antwort auf jede Frage. Denn was sagt die Bibel im Buch des Predigers? Da sagt die Bibel, weil der Richterspruch über die böse Tat nicht rasch vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Warum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun? Weil der Richterspruch über diese böse Tat nicht rasch vollzogen wird. Es ist nicht so, dass es gar keinen Richterspruch gibt. Den gibt es auch heutzutage. Aber der wird nicht rasch vollzogen. Das heißt, wenn Leute sehen, dass Menschen ganz einfach in U-Haft sitzen, für was weiß ich wie lange, dann müssen sie freigelassen werden, dann wird am Ende gar nicht der Richterspruch vollzogen. Na, natürlich ist ihr Herz davon erfüllt, Böses zu tun. Lass mir das verraten. Die Todesstrafe funktioniert. Und Todesstrafe auf Mord muss eingeführt werden. Und sie muss rasch vollzogen werden, damit das Herz der Menschenkinder nicht davon erfüllt ist, Böses zu tun.